Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, Freunde. Ja, es ist soweit. Final Fantasy VIII ist vorbei. Unsere Horrorphase beginnt wieder in den Hauptprojekten. Und den Anfang macht, ihr habt es eh schon gelesen, Silent Hill Origins. Der Anfang der Alessa Trilogie. Wir werden natürlich auf Deutsch und 16:9 spielen. Ja, von Konami. Das Spiel ist ein PlayStation 2-Game. Es erschien etwas später wie Silent Hill 1. Ist auch nicht mehr von den ursprünglichen Silent Hill-Machern-Team, sondern mehr von Climax oder Climax. Die haben auch Shattered Memories und Homecoming gemacht. Aber ich möchte behaupten, Origins ist noch eines der besseren Spiele von ihnen. Ja, definitiv. Es hat auf jeden Fall noch dieses schöne, klassische Silent Hill-Flair. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen ein neues Spiel. Oder wollen wir noch ein bisschen hier gucken? Ja, ich kann noch ein bisschen was sagen, während wir uns den Hintergrund hier anschauen. Es ist natürlich ein Nobline, ich habe es schon mal gespielt. Das Spiel ist übrigens auch auf der PSP erschienen, aber wie gesagt, ich bevorzuge natürlich die größere Konsole. Ich hoffe, es gibt keine Probleme, dass ich es über die PS3 spiele. Das Spiel wird, das Projekt wird jeden zweiten Tag kommen. Oh, ein gruseliger Junge, das ist schon mal gut. Jeden zweiten Tag, ca. 20 bis 25 Minuten. Und ja, viel mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen, ne? Qualität kann sich, wie man, natürlich noch ein bisschen bessern ab dem zweiten Part, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Legen wir los. Who'd I just pass there? That you, good buddy? Treetop tall and wall to wall. Travis, you messed up son of a bitch. What you doing on my road? Late on a gig, bud. I'm taking the shortcut past Silent Hill. Stopping for coffee as soon as I hit Brahms. I'm beat. Bad dream still keeping you awake. I told you, man, a girl or two would go a long way. Sleep like a baby with a chick in your cap. Guess I just don't meet the right girls, bud. Maybe if you weren't always blabbering about movie apartments when you were younger, how you don't even remember how, why. Hey, chill. You don't see me bringing up your issues. No need. My old lady keeps me fully informed of my failings. The girl keeps notes. You mean she hasn't left you yet? Any day now. See you around, Travis. Take it easy. 10-4. Catch you later, buddy. Huh? Hey, come back! Okay. Ja, Freunde. Das ist ja ein interessanter Auftakt. Du willst nicht zufällig mit dem Truck hinterher herfahren. Dieses Mädchen, wo ist sie jetzt? Ich muss sie finden.
Ja, okay, er will wahrscheinlich nicht in den Truck rein. Das, was wir da im Spiegel gesehen haben, war ja auch ein bisschen unheimlich. Ja, interessant. Das ist also Travis, ein Trucker, ein stinknormaler Kerl, der vielleicht doch nicht besser die Straße hätte nehmen sollen, aber vielleicht ist es wie so oft in Silent Hill ja auch einfach Schicksal, dass man früher oder später in die Stadt kommt. Ja, wie schon erwähnt, Freunde, es ist ein No-Plan-Projekt. Ich habe es nur einmal gespielt, schon lange her. Ich weiß eigentlich nicht mehr so viel. Ach, diese Grieseleffekte. Man kann sie leider nicht abstellen. Ich finde es ein bisschen übertrieben in dem Game, aber gut. Dieses helle Aufleuchten, soll das ein Blitz sein oder ist das ein Grafikbug? Ich weiß es nicht. Aber naja, wir machen jetzt erstmal weiter. Und ein schönes Lied läuft im Hintergrund, deswegen werde ich mir mal ein bisschen Zeit nehmen und die Klappe halten. Sollten wir natürlich auch ein bisschen mitnehmen. Ja. Is it lonely where you are? In there. Does the darkness know your name? Does mine? What's it like? Can you feel? She said. Her blood turns to ash. Laughing dead. Do you know what you've done this time to me? Ja, Freunde. Silent Hill Origins. Wir beginnen mit der Trilogie. Ich habe übrigens ein Vote laufen gelassen und euch gefragt, ob ihr gleich im Anschluss den nächsten Silent Hill Teil wollt oder dann erstmal sowas wie Resident Evil. Es war das Ganze war sehr unterschiedlicher Meinung, aber letztendlich hat der Wechsel gewonnen. Ich werde aber nur ein Spiel zwischen der Silent Hill Serie bringen. Das heißt, nach diesem Spiel gibt es zum Beispiel Resident Evil und gleich danach gibt es das nächste Silent Hill und kein Project Zero. Also allzu groß wird die Pause nicht sein. So. Ja, Silent Hill. Der Anfang. Die Story ist mir gar nicht mehr so geläufig. Mal schauen. Not fog. It's smoke. My God. Someone's in there. Wow, da ist er ganz schön heldenhaft und steigt einfach in dieses brennende Haus. Gut, er hat einen Schrei gehört, wahrscheinlich der Schrei des Mädchens. Und wir haben diese Brandstifterin gesehen. Okay. Ja, sehr heldenhaft von Grady, also, oder Travis Grady, egal. Wird nicht jeder machen. Könnt euch ja selbst mal die Frage stellen. Das ist mutig. Puh, das war knapp. Okay, kann ich mir... Hey, ist das nicht das Bild, das wir aus Silent Hill 2 kennen? An diesem Gemälde ist etwas dran. Es reizt mich zum Anhalten und Anschauen. Dazu ist jetzt aber keine Zeit und es wird ohnehin verbrennen. Wie die anderen. Ja, wir haben echt keine Zeit, um Bilder anzugucken, aber das ist doch Pyramid Head. Das kennen wir doch schon aus dem zweiten Teil. Bild ich mir ein. Dazu sagt er nichts. Ja, ich kann es nicht lassen. Ich weiß, es ist total unlogisch, aber ich muss mich natürlich ein bisschen umgucken. Irgendwas blockiert die Tür. Ich kann sie nicht öffnen. Okay. Gut, dann machen wir halt doch ein bisschen schneller. Wo soll ich denn sonst hin? Ich glaube, da hinten war noch eine Tür. Dieses komische Aufblitzen, ich glaube, das ist nicht normal. Ich werde mich ab dem nächsten Part mal darum kümmern. Weil das sollte nicht sein, denke ich doch mal. Kann natürlich sein, dass es PlayStation 3 Schwierigkeiten gibt, dann müsste ich dann halt doch nochmal zur PS2 rüber wechseln. Naja, mal sehen. Noch geht's. Mann. Schon voll verbrannt hier. Das Feuer sieht ein bisschen merkwürdig aus, wie es hier eindeutig, ja, wandmäßig mir den Weg formt. Ein kleines Labyrinth.
Aber gut. You're coming with me. Gott, Leute, ein verbranntes Kind. Ja, wer Silent Hill 1 zum Beispiel kennt oder auch den Film kennt, der kann sich jetzt schon ein bisschen was zusammenreimen. Ich werde darauf aber relativ wenig eingehen und das alles sehr neutral betrachten und euch nur das schildern, was ich sehe, beziehungsweise was wir bisher in der Trilogie erlebt haben. Damit das auch für die Neulinge unter euch absolut spoilerfrei abläuft. Natürlich könnt ihr mit mir spekulieren und in den Kommentaren schreiben. Aber wenn es geht, nicht allzu sehr spoilerbehaftet und ich glaube, wir stürzen jetzt gleich ab. Naja, die Treppe war eh kaputt, also... Wow. Okay, jetzt haben wir nichts hier raus hier, wenn wir schon unten sind. Mann, so ein unglaublich verbranntes Kind, das ist schon heftig. Ich kann irgendwie verstehen, dass es gesagt hat, lass mich liegen und so. Das ist heftig. Das ist richtig harter Tobak. Okay, was war das für ein mysteriöses Zeichen? Das hat uns irgendwie das Feuer nochmal weggedingst. Warum auch immer. Mysteriös, aber gut, wir haben andere Schwierigkeiten. Vielleicht schieben wir auch schon ein paar Hallus wegen dem unglaublichen Rauch. War ein Wunder, dass Travis noch lebt. Ja, und schon wieder. Hm, interessant. Okay. Immer noch drin, aber jetzt müssten wir ja gleich rauskommen. Mit L1 kann ich die Kamera hinter mich bringen. Dann können wir uns da besser die Übersicht bewahren. Ich will hier raus. Hilfe. Jetzt hier raus? Ja. Safe now. Hey, someone help her. Where is everyone? Okay, da kommt wohl die Feuerwehr, aber mit ihr auch die altbekannten Sirenen. Ja, also dieses helle Aufblitzen, das muss ich mir echt dann mal nochmal angucken. Das wird verschwinden, keine Sorge. Where am I? Dreimal darfst du raten, Junge. Silent Hill. What happened last night? That girl. Did she make it? They would have taken her to the hospital. Coon Street. I need to see if she's okay. Yay, und da haben wir die altbekannte Karte und das ja, doch sehr bekannte Hospital ist auch gleich um die Ecke. Kann ich die ein bisschen rauszoomen? Ich würde mir gerne die ganze Karte mal angucken. Ach, schön. Die klassische Silent Hill Map. Und altbekannte Straßennamen. Schön. Schön, schön, schön. Ich würde sagen, gucken wir uns mal in Ruhe um. Silent Hill. Ich werde mal eine kurze Pause machen und schauen, ob ich dieses Geflimmer unter Kontrolle bekomme. Einen Moment, bitte. Yo, da bin ich wieder und ihr müsst denken, ich bin total Panne und hab schon Hallos, obwohl wir erst jetzt mit der Silent Hill Serie angefangen haben, denn ihr könnt diese Blitzeffekte gar nicht sehen, die sehe nur ich. Ja, die sind gar nicht in der Aufnahme drin, ist das nicht toll? Ich find's super. Hotdog, yay, ich hätte gerne einen. Hallo? So keiner drin. Was ist denn das? Ist das ein Code, den ich brauche? 2103? Geht ja gut los. Nee, ich glaube nicht, dass das wichtig wird. Egal, wir schauen uns in Ruhe um. Ich werde überhaupt nicht hetzen, ihr kennt mich. Ich will mich in Ruhe umschauen. Wenn die Kamera so auf das Ding deutet, dann kann man da vielleicht rein. Ich muss ins Hospital, muss nach dem Mädchen sehen. Meine Güte, bist du fürsorglich. Finde ich super von dir. Gut, wenn er das jetzt schon so sagt, dann wird er sich wahrscheinlich nicht weiter großartig umschauen wollen. Und dann gehen wir halt. Hier geht's nicht durch.
Ah, was? Das Schloss ist defekt. Ach ja. Das ist ja auch sowieso der Klassiker. Okay, Travis. Ich habe so das Gefühl, du willst dir nichts anschauen, bis du in dem Krankenhaus warst. Von daher machen wir das halt. So, hier. Auto, nichts. Willst du nicht eine Runde fahren? Nein? Okay, er ist anscheinend, obwohl er ein Trucker ist, doch auch ein sehr, ja, sehr gerne zu Fuß unterwegs. Aber das macht es ja auch spannender. So, ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass ich hier irgendwas noch finden könnte. Deswegen mal schauen. Ja, gar keine Musik im Hintergrund. Ah, da liegt zum Beispiel was. Ein Gesundheitstrink, genau. Ich würde gerne mal mein Inventar sehen. Ah ja, auf Select gibt's das. Da haben wir nämlich die Taschenlampe, ein Radio haben wir auch schon und eine Glücksmünze. Können wir uns das mal anschauen? Die Glücksmünze. Ich habe diese Münze als Kind erhalten, nachdem meine Eltern gestorben sind. Sie bringt mir Glück. Es ist dort etwas hineingeritzt. Sieht aus wie die Zahl 61. Okay. Interessant. Ja, wir haben ja auch eine ganz kurze Rückblende bei Travis gesehen. Da war in irgendeinem Begräbnis wohl das seiner Eltern. So, was haben wir denn hier? Vibration, Kartenzoom, können wir eigentlich alles so lassen, wie es ist. Steuerung ist auch in Ordnung. Extraoptionen sind ausgeblendet. Nee, den Kriseleffekt kann ich leider nicht ausmachen. Ich bin kein großer Fan dieses Effektes. Also in 1 war es noch stimmig, weil da mussten die das machen, damit es besser aussieht. Zeitteil 2 finde ich es für unnötig fast. Naja. Okay. Dann würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes übrig, gehen wir halt ins Krankenhaus. An dem Ort, in dem eigentlich alles begonnen hat. Ganze Chaos. Die Musik wird ein bisschen unheimlich. Aber noch habe ich nicht wirklich Angst. Ihr habt es vorhin gesehen, wir haben theoretisch Nahkampf. Also solange wir... Es könnte jederzeit zu Konfrontationen mit Gegnern kommen. Es ist ja nicht so, dass wir schutzlos wären. Klar, rennen können wir auch, aber nee. Okay, ja, hier ist schon wieder die Straße kaputt. Das kümmert Travis anscheinend überhaupt nicht. Ja. Uns als eingefleischte Silent Hill-Spieler mittlerweile eigentlich auch nimmer, ne? Ist ja normal. Was, du sollst da noch nicht hin, dann mach die Straße kaputt. Ja, ist super einfach. So, das sind wir nun. Hier noch was für mich? Nein. Na dann. Okay, das sieht man nun. Es sieht relativ dunkel und verlassen aus. Und da ist auch schon unsere Karte. Mit einer Notiz. Ich habe jetzt die Hospital-Karte. Ah, ja. Okay, das sieht ein bisschen anders aus wie das bisherige Krankenhaus, aber... Warte mal, diese Notiz sieht auch noch wichtig aus. Jawohl. Im Bau. Die zweite und dritte Etage des Krankenhauses werden zurzeit renoviert und sind daher für Patienten und Besucher gesperrt. Wir werden uns bemühen, den Krankenhausbetrieb trotz dieser Umstände nach Möglichkeit reibungslos fortzusetzen. Die Krankenhausverwaltung hofft auf Ihr Verständnis. Sollte es dennoch zu gelegentlichen Störungen kommen... Unsere Schätzung zufolge werden die Bauarbeiten... Nein, zurück. Innerhalb der nächsten 6 Monate abgeschlossen. Der Umbau der dritten Etage wird unsere Kapazität zur Behandlung stationärer Patienten fast verdoppeln und für eine saubere, moderne Ausstattung sorgen. Die Qualität der Behandlung unserer Patienten hier in Alchemilla ist uns besonders wichtig. Dr. Phillips, Vorsitzender des Alchemilla Gremiums. Yo. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts außer einen Flimmerkasten da hinten. Ja, ihr kamt wohl nicht so weit. Das sieht mir stark nach einem Speicherpunkt aus. Den möchte ich mir noch nicht reinziehen. Noch spielen wir ein bisschen. Okay, da hinten komme ich nicht hin. Kamera mal drehen. Ja, nee, wir gehen noch ein bisschen weiter. Ich speichere erst, wenn der Part aufhört. Ein paar Minuten können wir noch. Das wird jetzt hoffentlich nicht mein Todesurteil sein. Exam Room, abgeschlossen. Okay, das heißt, wir bekommen noch einen Schlüssel. Haben wir hier auch wieder so eine unglaublich... Ja, ich liebe einfach diese Karte. Also wer kann sich da schon verirren, wenn da immer alles so wunderschön eingezeichnet wird?
So, ja. Müsste dir schon komisch vorkommen, dass hier kein Mensch ist. Ich find's bedenklich. Ach, ich will nicht auf die Karte gucken. So orientierungslos bin ich jetzt auch nicht. Schloss ist defekt. Ist da was drin hier? Nein? Naja, guckt sich anscheinend nicht so gern Dinge an. Ist ihm alles relativ egal. Scheint zu klemmen. Ich kann die Tür nicht öffnen. So, da sollst du eigentlich nicht rein. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Vielleicht ist jemand drin. Eine Krankenschwester. Oder noch schlimmer. Interessantes Bild. So. Telefonieren wollen wir nicht. Wird eh keiner da sein. Oh, das Lied. Beziehungsweise irgendein Soundtrack. Ist wieder zu hören? Nein, doch nicht. Dann eben nur kurz. Exit! Ich kann hier nicht weg, bevor ich nicht weiß, was mit dem Mädchen passiert ist. Ach, Mann. Als ob du ihr Vater wärst, ganz ehrlich. Ich habe kein Kleingeld. Und wen sollte ich schon anrufen? Stimmt, du hast ja niemanden mehr. Abgeschlossen. Die Musik wird lauter. Wer hört denn hier Musik? Scheint zu klemmen. Hey, you a doctor? Can I help you? That fire last night. The girl who was burned. Is she here? A girl? We've received no new patients in the last day or so. Was she hurt? She was burned all over. Are you a relative? What did you say her name was? I don't know her name. I was the one who saved her from the fire. She must have been brought here. Is there another hospital? I'm sorry. Perhaps someone in reception could help you. I have urgent business to attend to. Goodbye. Okay, komischer Kerl. Ja, wie jeder in Silent Hill, die sind ja alle ein bisschen komisch. Er hat keine Ahnung von dem Mädchen. Ganz ehrlich, Travis, es sieht hier nicht danach aus, als wird es hier überhaupt irgendwelche Patienten geben. Naja, es wird ihm noch auffallen. Ich werde jetzt speichern, Freunde. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Ich bin natürlich auf eure Kritiken und Meinungen gespannt. Ja, Silent Hill Origins ist vielleicht nicht das beste Silent Hill, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist gerade, wie gesagt, von diesen Climax-Dingern. So, jetzt muss ich mich doch nochmal orientieren zum Speicherpunkt. Ja, einfach links und dann da hoch, okay. Es ist auf jeden Fall noch ein gutes, eines der guten. Es gibt da andere Spiele, die werde ich viel, viel später irgendwann mal zocken von Silent Hill und die finde ich grausig. Naja, die kommen aber noch. Wobei, es gibt eigentlich nur eins, das ich so richtig grausig finde. Die meisten wissen eh, von welchem ich rede. Naja, so. Ich werde speichern. Wie gesagt, jeden zweiten Tag. Freut euch dann also auf Mittwoch. In diesem Sinne, macht's gut. Euer John McCloud. Keine Memory. Ja, das muss ich halt einmal machen. Dann nehme ich euch auch noch mit. Ich muss Steckplätze zuordnen. Und hätte gern eine Memory Card, bitte, für Steckplatz 1. Dankeschön. So, kann ich jetzt? Yay. So. Ja, das war's mit Silent Hill Origins. Übermorgen geht's weiter. Macht's gut, euer John McCloud. Boah, speichert der lange.